Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass du wieder da bist. In unserer letzten Leitstellenfahrt hier auf Grefrath wurden wir gefragt, ob wir nicht mal das Ganze nochmal hier zeigen können. Wien, 23a, 24a. Und warum eigentlich nicht? Ja, also ich weiß nicht, ob wir die ganze Sache hier schon mal hatten auf dem Kanal. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Es ist ja aktuell ja eine Modded-Version ja in Arbeit und dementsprechend kann man ja vielleicht dieses Video dann später dann mal benutzen, ja, um das Ganze dann mal irgendwie so parallel laufen zu lassen, um zu gucken halt auch, was ist so passiert und ja, was hat sich so verändert in der Modded-Version. Wir spielen jetzt hier die Ursprungsfassung, die es auf Steam gibt. Jeweils, wie gesagt, 25 € kostet das Add-on und wird verkauft von VueApp. Also die haben das Ganze hier zusammengebastelt und gab es bereits natürlich auch schon für OMSI 1, ja, OMSI 2 wurde das Ganze nochmal konvertiert und dort auch nochmal neu verkauft. Und ja, das wollen wir uns jetzt hier dementsprechend angucken, allerdings nicht mit den Standardbussen, die mitgeliefert werden, denn die sind absolut furchtbar, meiner Meinung nach. Mag zwar realistisch sein und hast du nicht gesehen, aber das ganze Ding da einzustellen und wie alt die halt einfach schon sind mittlerweile, die Dinger fallen schon auseinander. Dachte ich mir so, ich nehme meinen heißgeliebten O530 von Morphy V5 hier. Dementsprechend schaut euch diesen Bus an, der ist so, so großartig. Ja, also wenn ihr wirklich auf der Suche nach einem richtig geilen Bus seid, dieser ist es hier. Dementsprechend, ja, haben wir uns jetzt ein Fahrzeug ausgeliehen von der EWAG und die testen den ganzen jetzt hier, ob sie den haben wollen oder nicht. Und ja, somit eigentlich soweit genug erzählt. Wir steigen jetzt gemeinsam jetzt hier ein und schauen uns die Linie 24a an von der Invalidensiedlung nach Graganplatz. Und ja, somit würde ich sagen, los geht's. Starten wir, machen den Motor hier schon mal an und zünden das Ganze mal schon so ein bisschen so. Wir müssen natürlich die Fahrerkarte aber erstmal vorbereiten, bevor wir hier irgendwas machen können. Sie ist schon drin. Ja, soweit hier, warte, wir können das Ganze auch nochmal nehmen. So, alles klar, schieben wir sie nochmal rein und warten mal kurz, bis das Ganze dementsprechend jetzt hier angezeigt wird. Okay, Code für die Entnahme. Und jetzt hätte ich sie gerne drin, bitte. Ich glaube, ich habe das Gerät jetzt kaputt gemacht. So, welcome, UTC ist eingestellt, so Mustermann. Letzte Entnahme hatten wir nicht. So, wir wollen natürlich nichts nachtragen. Und wir sind nicht in Deutschland, sondern hier sind wir Eingabe gespeichert. Und somit ist unsere Fahrerkarte soweit fertig. Und jetzt können wir das Ganze hier uns anmelden. 02400 und es ist die Route 01. Nein, die Route 02 bitte. Auch nicht. Na, jetzt wird's kriminell. Achso, kommen wir doch. Nach Kagraner Platz. Invalidensiedlung. So, jetzt müssten eigentlich, ja, die stehen jetzt hier auch schon, die wollen jetzt hier rein, die müssen kurz warten. Erstmal rüsten wir den Bus hier soweit auf. Müssen sie durch, die werten Herrschaften. So, wir machen hier Licht an. Und können wir den Bus schon absenken? Nö, können wir nicht. Druckluft ist genug drauf. Ach Gott. So, vor, nee, zurück, genau, Invalidensiedlung. So, wird ein Schuh draus. So, hauen wir Licht dran. Ja, irgendwie gibt es hier scheinbar ein Problem mit den Matrix-Anzeigen. Die werden hier überhaupt nicht angezeigt. Also, das ist jetzt schon der zweite Bus, wo ich das Ganze teste. Der will das partout nicht anzeigen. Es tut mir leid. Grüezi mit einer Hand. Wie gesagt, ich habe schon extra geguckt, ich habe extra einen anderen Bus. Da haut irgendwie was mit der Matrix nicht hin. Aber soll uns persönlich jetzt hier nicht stören. Die Fahrgäste steigen ja trotzdem ein. So, haben noch ein bisschen Zeit hier. Fahrplan ist relativ kurz. Ich glaube, 19 Minuten geht das Ganze. Es ist halt keine lange Linie. 25 € für eine Linie ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, das war oder ist natürlich auch ein DLC, der teilweise echt,
ja, nicht so beliebt ist, weil schon halt einfach diese Summe halt so riesig ist. Aber wie gesagt, falls ihr selbst Bock habt, in Wien mal mit OMSI zu fahren, schaut es doch bei unserem Partner vorbei, Games Planet. Ja, da kriegt ihr noch mal ein paar Prozent Rabatt und ihr würdet uns da unterstützen. Wäre natürlich eine richtig feine Sache. Wenn nämlich die Modded-Version rauskommt, benötigt ihr nämlich diese DLCs nämlich dazu. Ja, also wir haben davon schon mal in den ÖPNV-News berichtet und wenn das Ding kommt, das sah jetzt schon sehr edel aus. Gut, dann haben wir mal hier schon den Vorwärtsgang rein, denn wir sind eigentlich soweit schon fertig. Warten nur noch, bis hier die Zeit hier abläuft. Zu früh ist ein absolutes No-Go, wisst ihr ja mittlerweile Bescheid. So, okay, das ist weiter als fertig. Okay, er hat den Gang jetzt nicht genommen. Jetzt hat er ihn drin, alles klar, perfekt. Hat nämlich geblinkt und dann können wir jetzt abfahren. Wenn keiner mehr da ist. Wundervoll. Wenn du jetzt noch ein bisschen schneller fährst, wäre ich dir sehr verbunden. Und dann geht es wieder los. Eine neue Tour. Ja, wir wurden halt gefragt, ob wir das nicht mal zeigen können. Und die Idee fand ich eigentlich super. Weil wir ja sowieso ja gerade auch so ein bisschen mit Tramsum unterwegs sind. Passt das Ganze natürlich. Hier hören wir zum Beispiel auch den Daniel, ne? Der hat die Ansagen hier selbst gesprochen. Ja, so ein bisschen wie den Tramfahrer, den wir in Tramsim haben. Ne? Da hat er den auch selbst eingesprochen. Warum nicht? Finden wir, das ist eigentlich eine relativ coole Sache. So, jetzt müssen wir rechts rum. Nee, wie gesagt, ich hatte nämlich erst einen anderen Bus. Dachte mir so, okay, da scheint da irgendwie was mit der Matrix kaputt zu sein wieder mal. Wieder irgendwas wieder nicht installiert. Irgendein Fong oder irgendwie sowas. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Genauso wie das hier, dass sie jetzt hier nicht einsteigen wollen. So. Morgen. Ja, guten Morgen. Grüezi miteinander. So. Nö, aber wie gesagt, scheint ein allgemeines Problem zu sein, dass das Ganze hier nicht angezeigt wird. Schade. Thujagasse. Thujagasse. Zick, 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 zick. Ich liebe diesen Bus, ja, der fährt sich so großartig. Ich mochte den damals schon von Altair. Aber Morphy hat dann nochmal das Ganze nochmal so schön umgemodelt, umgebaut, dass das richtig, richtig großartig ist. Streckengrenze. Wie gesagt, die Standardbusse würden natürlich schildern, ne? Die haben da natürlich da irgendwas verbaut, was da funktioniert und hier nicht. So. Das dachte ich mir schon, dass sie das wieder machen hier, die werten Herrschaften hier. Können wir uns die Sonne ein bisschen wegmachen. Das Problem ist, wo ist die Haltestelle hier? Da steht auf jeden Fall schon mal 24A dran. Für eine Haltestelle? Auch nochmal 24A. Das ist ja ein bisschen... Ach so, das ist wahrscheinlich die Endhaltestelle hier.
Und das da vorne ist die Einstiegsstelle. Macht Sinn. So hätten sie eigentlich ein bisschen vorlaufen müssen, ja, die werten Herrschaften. Grüß miteinander. Naja, mal Zeit. Passt schon. Gut, los geht's. Überholverbot hier. Wie gesagt, ich habe auch lange gewartet, bis ich mir die DLCs tatsächlich gekauft habe. Ich habe sie mir auf OMSI 1 noch damals, da habe ich es mir gar nicht gekauft. Ich habe das echt irgendwann mal im Angebot gekauft bei OMSI 2, also in OMSI 2 dann, hier auf Steam, weil sich das für mich halt einfach nicht gelohnt hat. Ja, das ist halt schon sehr geringer Content, der hier geliefert wird, halt mit zwei Linien, zwei halt, also mehr hast du halt nicht drin. Und das ist halt schon ein bisschen dürftig. Ja, das ist halt... Mag zwar realistisch sein und hast du es nicht gesehen, aber es können auch andere Karten, ja, die zum Beispiel zwar vielleicht das gleiche Geld verlangen, aber dann doch noch irgendwie zwei, drei mehr Linien bieten. Ja. Und hier hast du halt wirklich pro Linie 25 Euro bis bei 50 Euro. Das ist schon eine echt heftige Summe. Überholverbot beendet. Morgen. So schaut's also aus, ja. Wie gesagt, wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt für irgendwelche Linien zum Beispiel, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen. Das muss auch nicht im Livestream sein, einfach mal so unten in die Kommentare gepostet, ja, wenn ihr zum Beispiel eine bestimmte Linie sehen wollt oder eure Lieblingslinie oder was weiß ich, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es einfach mal unten mit rein, weil teilweise fällt uns manchmal selbst nicht ein, was wir jetzt hier noch groß zeigen können oder sowas, und so können wir dann vielleicht denn, ja, eure Wünsche zum Beispiel hier noch erfüllen oder sowas, wenn ihr hier zum Beispiel welche Wünsche habt halt. Wie gesagt, also schreibt es da gerne mit rein, ja. Würden wir uns natürlich mega drüber freuen. Hängt aber davon ab, ne, ob man die Karten selbst halt besitzt, also so eine utopischen Karten jetzt halt, ne, wenn du die natürlich nicht mehr im Internet findest, ja, dann wird es ein bisschen schwierig, da irgendwas zu finden. So. Da kauft mir scheinbar auch echt keine Tickets, war oder sowas. Huch, mein Bus wird ein bisschen warm. Dann wir mal die Power-Taste ausmachen und den Ventilator einfach mal ein bisschen runter. So, runter. Passt das Ganze wieder. War natürlich hier nicht, dass uns hier die werten Herrschaften hier eingehen im Bus. Dit. Oh Gott.
siehst jetzt natürlich nichts mehr. Hier ist zum Beispiel der MAN, der mitgeliefert wird halt. Ja, das sehen wir dann auch, ne? Also der hat seine Beschilderung. Aber, wie gesagt, das haben wir leider nicht hinbekommen. Brettenlee Friedhof. Sah gerade aus wie so ein Blitzer, der da stand da, ja. Hier zum Beispiel auch sehr angenehm hier. An dem Bus, du hast halt hinten diese Fahrgastgeräusche drin halt. Ne? Wenn der Bus halt immer voller wird, wird der Bus halt automatisch auch mal ein bisschen lauter. Ne? Und hier hast du es halt, hat es halt wunderschön eingebaut. Also richtig großartig. Affenhitze. Ich krieg meinen Bus nicht kühl. Morgen. Ach, dieser Husten wirklich super anstrengend. Ziegelhofstraße, umsteigen zur Linie 95B. So. Ich weiß jetzt nicht, ob er uns jetzt hier automatisch anfordert oder jetzt über den Träger schon gefahren sind. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd. Nur sonst müssen wir uns einfach die Ampel von den Autos nehmen. Ja, aber sonst finde ich persönlich, wo ich sie damals gefahren bin, fand ich sie persönlich ein bisschen detailarm tatsächlich, dafür, dass es ein DLC ist. Wie gesagt, halt schön, wenn hier Motorräder oder sowas, ne? Das sieht man auch nicht oft. Spargelfeldstraße. Spargelfeldstraße. Ja, nur mit 40 hier lang. Ach, jetzt stecken die nicht ein, wa? Na. Hallo. Jetzt. Grüezi. Alle rein. Wir haben schon ein bisschen Verspätung, Leute. Steigt euch mal jetzt an hier. Arnika-Weg, umsteigen zur Linie 83A. Muss ich schon kommen, der Bus reicht nicht aus. Der Bus wird nicht ausreichen. Guten Morgen.
Da kommt es auch schon immer schwieriger irgendwie in die Gänge. Eieieiei. Hier ist 50er-Zone. Sehr schön. Zwerch-Eckerweg, Kurzstreckengrenze, umsteigen zur Linie 27A. So. Aber wir wissen es jetzt schon mal. Mindestens ein Fahrgast, der hier aussteigen will. Aber, oh, die Haltestelle ist voll. Oh, oh. Hoffen wir mal, dass jetzt hier echt nicht nur einer aussteigen will. Voll. Geht nichts mehr. Sorry. Bitte warten. Ja, kriegen wir nicht, kriegen hier keinen einen rein. Sorry, müsst leider auf den nächsten warten, Bus ist voll, ja. Ich hab schon Bescheid gegeben. Mhm. Das ist wirklich gemacht hätte. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich gedacht, dass hier so viele Fahrgäste einsteigen. Das ist natürlich jetzt schädlich fürs Unternehmen. Ja, Leute, der Bus ist voll. Ihr müsst auf den nächsten warten. Ich hoffe, der hat einen Lenkbus dabei. Eieieiei. Nichts hier.
Ja, wieder full. Ein Einzelner ist ausgestiegen hier. Steckt immer nur eine Person aus. Das ist natürlich nicht wirklich hilfreich. Aber jetzt sind wir auch schon an der Endhaltestelle. Oh, das ist hier auch schön. Spandau lässt grüßen. Umsteigen zu den Linien U1, 26 und 31. Spandau lässt grüßen. So. So nach vorne. Gut. Dann lassen wir sie raus. Das war's, ihr Lieben. Das war also die Linie 24a hier aus Wien. Ja, wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung, dass sie halt sehr, sehr detailarm ist. Was natürlich ein bisschen schade ist, persönlich gesagt. Ich glaube, es gab bis dato auch nie wieder ein Update von der Karte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ja, so ist es halt, ne? Also mal gucken, wie sich denn jetzt praktisch denn das Ganze jetzt schlägt, denn mit der Modded-Version. Also wie gesagt, Bilder davon sahen auf jeden Fall schon mal extremst gut aus. Wie gesagt, es gab allerdings noch keinen Release-Termin, also man weiß halt nicht, wann das Ganze erscheint und dementsprechend müsst ihr weiterhin auf die ÖPNV-News hoffen, dass wir dort mal irgendwann mal das Passende dazu berichten. Und ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich, dass ihr mich hier begleitet habt auf der Linie 24a hier durch Wien. Verabschiede mich, bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.